sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Nochmal zu den Verlusten der Kreisklinik. Erzeugt werden diese durch die 2004 erfolgte bundesweite Einführung von diagnosebezogenen Fallpauschalen, DRG, zur Abrechnung von Gesundheitskosten. Dadurch kommt es nicht nur zu extrem verkürzten Krankenhausaufenthalten, weil auf einer gewissen Liegedauer Patienten im Krankenhaus schlicht keinen Gewinn mehr bringen, sondern vielmehr Verlust, sondern es begünstigt auch spezialisierte Eingriffe. In kurzem Aufenthalt werden andere Bereiche automatisch Minus produziert. Für die Vorhaltung notwendiger Einrichtungen der Daseinsvorsorge, wie etwa Intensivstationen, Geburtshilfe und Kinderstationen, gibt es nicht kein Geld. Das DRG-System begünstigt die Ansiedlung von Privatkliniken, die sich auf lukrative Felder wie Herzchirurgie und Orthopädie spezialisieren und benachteiligt jene Krankenhäuser, deren Aufgaben die allgemeine Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ist. Dieses System, vor 15 Jahren in der Hochblüte der neoliberalen Marktreligion von einer rot-grünen Bundesregierung ins Werk gesetzt, ist allerdings kein Konstruktionsfehler, sondern politisch so gewollt. Krankenhäuser sollen wirtschaftlich sein, in Konkurrenz zueinander gesetzt werden, kleinere Häuser geschlossen werden. Diese Ausrichtung, die nicht den Interessen von Patienten und Beschäftigten dient, sondern ausschließlich den privaten Gesundheitskonzernen, ist öffentlich bekannt. Kreiskliniken wie Wolfhagen und Geismar können unter dem DRG-System keine Gewinne erwirtschaften. Der systembedingte Kostendruck indes hat in den letzten Jahren in Nordhessen bereits zur Schließung der Kreiskliniken in Elmershausen geführt, sowie den Kreis Sälen und Volkmarsen in diesem Jahr, vor 5 Jahren eben in Wolfhagen, Geburten zum Beispiel rechnen sich nicht. Im Filigro mussten wir uns anhören, wie der OB uns die neue Krankenhausstudie der Bertelsmann Stiftung nun als objektiv gültige Richtschnur nahelegen wollte, in der gefordert wird, mehr als jedes zweite Krankenhaus in Deutschland, 800 von derzeit 1400, zu schließen. Diese Studie ist allerdings hoch umstritten und meines Erachtens ein tendenziöses Pamphlet einer neoliberalen Lobbygruppe. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse hat erst vor einigen Monaten die Bedeutung der Daseinsvorsorge und Sicherung einer gut erreichbaren und wohnortnahen Gesundheits- und Infrastruktur herausgestellt. Und so wurde die Studie ja auch weiterhin massiv kritisiert, auch übrigens vom SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach sowie vom Präsidenten der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt, der dazu völlig zu Recht anmerkte, Zitat, wer auch immer mit welchen Ideen den Krankenhaussektor verändern, muss den grundgesetzlichen Auftrag der Daseinsvorsorge, der Gleichheit der Lebensverhältnisse und dem Feuerwehrprinzip der Krankenhäuser im Katastrophenfall gerecht werden. Zitat Ende. Und das ist der eigentliche Skandal, nämlich der Versuch, die weitere Ökonomisierung des Gesundheitssystems gegen die Interessen der Bevölkerung voranzutreiben, ohne irgendetwas zu hinterfragen oder gegen die blinden Mechanismen des vermeintlichen Gesundheitsmarktes steuernd eingreifen zu wollen. Mutig ist das nicht. Es ist noch nicht mal sozialdemokratisch. Mutig wäre es, wenn auch Sozialdemokraten, auch an der Spitze kommunaler Gebietskörperschaften, endlich, nachdem die katastrophalen Auswirkungen ihrer Reform deutlich zutage getreten sind, vehement und verlässlich bei ihren Leuten der Bundesregierung dafür kämpfen würden, das DRG-System abzuschaffen und eine Reform des Gesundheitswesens durchzusetzen, die der Daseinsvorsorge aller ist und nicht die Profite weniger ist.